Okay, Leute, ich habe rausgefunden, wo die drei Schätze sind. Die sind hier unten. Erholungskette. Kiesamen. Kiesamen. Füllt Ki nach dem Kampf etwas auf. Achso, okay. Okay, neuer Kampf. Also... Ich kann an den letzten Schatz nicht rankommen, weil ich keine schwarzen Wände, also die Barriere, kaputt machen kann. Kein Problem, kein Problem. Komme ich später einfach mal dahin. Egal, gleich geht's in der Wüste weiter und dann in der Unterwasserebene. Okay, schade, dass ich jetzt noch nicht alle Schätze holen kann, aber naja, es kommt noch die Zeit, wo ich alle Schätze holen kann. Okay, wir sehen uns in der Wüste. Okay, weiter geht's in der Wüste. Okay, neuer Gegner. Hier ist mit Gegenwind, deswegen komme ich hier langsam vor. Scheiße, dass ich Gegenwind habe, okay. Egal, die Gegner töten wir auch ganz schnell. Die Gegner sind hier auch ganz schwach. Die töten wir sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, ich wechsle gleich mal die Truppe. Mit der Truppe haben wir schon zu viel gesehen. Okay, alle drei haben ein Level Up da unten bekommen. Okay. Pausostein. Was seid ihr denn für Kerle? Wolfsanfaust. So, und heftiger Angriff. Bei der Wüste ist der Sound richtig langsam, oder? Das kommt mir nur so vor. Okay, schnell erledigt. Technikfrucht. Was kann ich denn hören? Da fehlt noch etwas. Maximal aufgehört. Okay. Gut so. Das hilft mir sehr viel beim Boss. Wenn ich gegen ihn kämpfe, also Secret Boss meine ich. Okay, wechseln wir mal die Truppe, so. So. Und Son Gohan in die Mitte. Jetzt haben wir genügend von der Truppe hier gesehen. Ja klar, Digga. Geh noch langsamer, das Sound. So und so. Ach du Scheiße. Okay, ich greife gleich einfach normal an. Etwas zu viel Schaden. Opal erlangt. Okay, das ist auch ein Stück, was ich... Ja, ist klar, dass du so langsam bist. Klar, ich verstehe. Wie zum Teufel komme ich dahin? Okay. Muss ich das jetzt zerstören oder wie? Okay, eine ganz neue Gegnersorte, die ich bisher noch nicht einmal gesehen habe. Sehen wir mal, wie stark die ist. Okay, die ist nicht stark. Schade. Ein Level Up für den hier. 70.000. Okay, da komm. Ich gehe gleich den unteren Weg.
Wenn es einen unteren Weg gibt. Ja, es gibt einen unteren Weg. Den gehe ich. Okay, den gehe ich erst. Masenko und Kombination. Aber wieso ist das Zaun so langsam in dieser Scheißwüste? Kacke. Egal, ich lasse es einfach mal so. So. Ja, ist klar, Digga. Die Wirklichkeitskette, ich muss das nicht erklären. Wieso habe ich eigentlich noch den Rüssel-Ding bei mir? Okay. Was hatte ich da eigentlich? Chichi Snack. Und öffnen. Jetzt nach oben. Oben habe ich gesagt. Und dadurch. Okay, hier ist es wieder normal. Zum Glück. Irgendwie tun mir die Gegner auch leid, dass sie so schnell sterben müssen bei mir. Okay, falsche Richtung. Ich will noch. Ach komm, ich zeig diesen Kampf noch drin. Der ist sowieso kurz erledigt. Ausweichwappen. Okay. Ach, ich wusste es doch. An die Truhe komme ich von der anderen Seite, merke ich mir. Ah, hier kann man hoch. Okay. Phönix Schwanzfeder. Phönix Schwanzfeder. Ist es etwas. Ein Item ist das. Also, wie soll ich wetten, das überlebt die ganze Truppe wieder. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe eine Familien-, also eine Rassentrennung hier verübt oder eine Rassenausrottung hier. Zu viele Rassen getötet. Speichern wir mal, obwohl ich bisher nichts verloren habe, außer ein Key. Also nicht gespeichert. Ach ja, was ich sagen wollte, wenn ihr in der White. Ach, in dieser. Ihr wisst doch den Ort, wo ich die drei Schätze gezeigt habe. Da gibt's noch etwas, was ihr holen könnt. Ein Kranich. Ihr könnt euch den Kranich Wolfschlag holen, wenn ihr den Tisch untersucht. So. Bitte sei kein Schwarzer. Bitte. Okay, gut. Ich dachte. Ninja, also, okay, das muss eine Kapsel sein. Verringert die Feindbegegnung. Ja! Endlich! Endlich eine Kapsel, die verhindert so wenig. Ach komm, ich rüste dich mal gleich aus. So, wenige Gegner für mich. Ich werde keinen Bock auf Zufallskämpfe hier. Und okay, das war ein Fehler. Sehen wir mal, was jetzt für Gegner kommen. Hä? Tauboga, du hast Ash verlassen. Tauboga. Ja, ja, schon, wir wissen. Das ist ein Sandadler. So, ich habe gerade gesehen, Sandala. Jetzt haben wir es geschafft. Wo willst du das denn wissen? Da kommt er. Böser Anschlag, Masenko und Meteor-Kombination. Vielleicht reicht auch die Meteor-Kombination jetzt. Wie
Wie ihr seht, der Schaden ist übertrieben. Oh, armes Viech. Hat keine Chance gegen mich zu rebellieren oder eine Chance zu haben zu gewinnen. Böser Anschlag. Und es kommt zu Papa. Jetzt verprügeln. Was habe ich gesagt? Es hat niemand eine Chance, mich so richtig zu verprügeln. Ich glaube, ich mache gleich Höllengranate bei ihm. Armes Viech. Sage ich ja, armes Viech. Hat einfach keine Chance gehabt, gegen mich zu gewinnen. So ist das Leben. Jetzt hau ab. Gut so. Der Zeitadler läuft weg. Nein, Son Gohan, er fliegt weg. Er fliegt. Er läuft nicht weg. Er hat seinen Freunden treu ergeben, aber er kommt sicher bald zurück. Holen wir uns schnell den 6-Sterne-Dragon Ball. Ey, es gibt da einen Weg nach links. Habe ich gerade so gesehen. Ich schäme mich ein bisschen. Ja, ich habe ein Familiennest zerstört. Ja, hoffen wir, dass er nicht allzu schlimm verletzt ist. Okay, gut. Leere Kapsel, ja. Jetzt können wir noch ein Item einsetzen. Gut so, was habe ich da davor reingelegt? Hängematte. Gut so, gut so, gut so. Sehr, sehr gut. Okay, eigentlich eine Abkürzung gehabt. Jetzt nehmen sie 6 Sterne Dragon Ball. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir noch hier hin. Zu Fragezeichen. Das ist komisch. Laut dem Drachenradar kam das Signal von hier. Vielleicht kommt es vom Meeresgrund. Ach ja, jetzt fällt es mir ein. Es fällt dir ein? Was denn? Vor langer Zeit habe ich auf den Grund dieser See... Dieser See ist klar, des Meeres... Er, die Red Ribbon Armee bekämpft. Der Dragon Ball könnte dort unten sein. Und wie sollen wir bitte darunter kommen? Wir könnten Bulma Vater fragen, um uns etwas zu bauen. Ja, gehen wir in die westliche Hauptstadt. Okay, in die westliche Hauptstadt. Dün, 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 dün. Lass mich durch. Lass mich durch, lass mich durch. Das ist sehr, 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 sehr gut. Also, von der kriegt ihr eine Z-Memo, wollte ich kurz erwähnen noch, was ich einmal erwähnt habe in einem anderen Video. Und, gibt's mir U-Boot, was du da gerade baust? Na, da haben sich alle versammelt, was ist denn los? Wir wollen U-Boot, gib mir U-Boot. Hey, Dr. Briefs, wir sammeln die Dragon Balls. Dr. Briefs? Die Dragon Balls, was? Was sind das Drachen? Wie ist denn das Drachenradar, das Bulma erfunden hat? Funktioniert es? Du bist hängen geblieben, Mann. Ja, aber wir haben ein Problem. Oh, ein Problem, was? Gib uns U-Boot. Ja, laut dem Drachenradar ist ein Dragon Ball auf dem Meeresgrund. Um ihn zu holen, bräuchten wir ein U-Boot. Gib mir U-Boot, U-Boot. U-Boot. Ach, ich verstehe. In dem Fall leihe ich euch eins unserer neuen Kapsel-U-Boote. U-Boot erlangt. Damit seid ihr in 0, nichts auf dem Meeresgrund. Danke, so machen wir es. So schnell haben wir es auch gekriegt. Dün, 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 dün. Warte, muss man das ausrüsten? Ich hoffe jetzt nicht. U-Boot. Okay, muss man nicht. U-Boot, U-Boot, U-Boot. Ich hab ein U-Boot. Piratenhöhle. Hier finde ich ein Item, was ich für später brauchen kann. Aber das sehen wir im nächsten Part.